Servus Leute und weiter geht's mit einer neuen Folge Gears 5. So, in der letzten Folge haben wir unseren Onkel verloren und irgendwie hat ihn Amulett an sich dran. Ich weiß noch nicht, was es zu bedeuten hat, aber das werden wir jetzt bestimmt bald erfahren. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie raus und in den Norden. Da soll uns geholfen werden irgendwie. Also irgendwas ist mit ihr. Kate, eine Idee, wo der Lichtschalter ist? Aber was, das werden wir sehen. Wenn es euch gefällt, dann lasst ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Das war immer das Bildmachgerät an. So, Servus. Okay, hier ist auf jeden Fall mal ein bisschen Munition. Liegt auch noch was. Geh weg hier. Weg. Chormarken. Maxa, was haben wir denn hier alles? Und Grenade Launcher, den behalten wir uns mal. Okay, hier scheint ein Lichtschalter zu sein. Oder ein Generator oder sowas. Die Beleuchtung ein. Ausgeführt. Ich wusste nicht, was du jetzt gehört. Kannst du das fahren? Mehr oder weniger. Alles klar. Marcus hat Jack gerade die Koordinaten einer Anlage im Norden übermittelt. New Hope. New Hope? Klingt nett. Okay. Okay. Wir sollten los. Es ist ein Alter, was ist das denn? Hey, Bill. Hey, was? Danke fürs Kommen. Bill, das dauert schon ewig. Sag mir, dass wir bald da sind. Laut Marcus Koordinaten liegt New Hope in einem Tal vor uns. Wir sind bald da. Okay, in die Wildnis. Cool gemacht, auf jeden Fall. Diese Mauer. Du hast schon länger nichts gesagt. Wie geht's dir? Also, die gute Nachricht ist, langsam habe ich die Sache hier raus. Was eine ganz nette Ablenkung ist. Coole Sache, fällt mir gut. Hör mal, ich komm klar. Ist nur schwer zu verkraften, dass Onkel weg ist. Ja, ist es. Danke übrigens, dass du gefragt hast, wie es mir geht. Danke fürs Fahren. Ist das echt so anstrengend? Auf jeden Fall. Das Ding immer hängen bleibt hier irgendwo. Im Baum. Hey, tut mir leid, wie JD dich vor einem Dorf behandelt hat. Er ist einfach... Ja, du bist wirklich der Letzte, der sich für ihn entschuldigen muss. Jo, stopp, stopp! Vor uns ist ein Tor! Und für mich... Sieht diese Walle auch ziemlich neu aus. Definitiv die neue Chor. Okay, müssen wir absteigen. Na schön, gehen wir drumherum und versuchen es zu öffnen. Schon klar. Okay, hier geht's rein. Was verheimlicht. Aber was ist bei mir anders? Du hast uns dein Geheimnis erzählt, er nicht. Ja. Stimmt. Hey, da draußen. Ist das New Hope? Nein, Marcus Koordinaten liegen im Nordosten. Neuer Ort gefunden. New Hope. Wir müssen nur das Gift freikriegen. Koordinaten untersuchen. Weißt du, was mich am meisten ankotzt? Wie JD mit Fass auf Kumpel macht. Wann ist denn das passiert? Jin hat sie monatelang zusammen auf Mission geschickt. Okay, hier sind Gears-Zeichen. Forcer-Relikt. Ja, hallo? Wie geht's dir weiter?
Okay, ich habe jetzt aber keinen Plan, wie es weitergehen soll. Achso, hier rum? Ne, von hier sind wir gekommen, oder? Ah, hier sind so Schlitten, okay, dann geht's hier rechts rein. Hier geht's rein, okay. Da vorne ist was. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, warte mal, ich nehme lieber den Granatwerfer anstatt der mit. Wenn ich sonst gar nicht viel Munition habe. Wir hätten doch ein bisschen mehr Munition. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Waffenkammer. Dann bedienen wir uns. Voll. Overkill, die wollen wir nicht. Tree Shot. Suchen wir einen Weg, die Tür zu öffnen. Ah, okay. Die können wir trotzdem mitnehmen. Jack, mach die Tür auf. Riesige Knarre hier. Jack hat eine Karte der Gegend gefunden. Okay. Okay, los geht's. Kommen wir nun zu. Alles klar. Wäre cool, wenn wir das hier öffnen könnten, dass wir hier weiterfahren können. Oder? Ist nur ein einfaches Magnetschloss. Jack kriegt das auf. Okay, das ist ja cool. Ort abgeschlossen. Das war überraschend einfach. Gut, wir sind hier fertig. Kehren wir zurück zum Skiff. Hey, wir sollten auf dem Skiff ein paar Waffen verstauen. Du weißt schon, für den Notfall. Waffen aufbewahren. Wie geht es? Waffe ändern. Ja, dann hole ich mir aber noch welche. Ja, warte mal. Waffe nehmen. Achso, ich kann bis zwei ab. Können wir uns zwei reinlegen? Okay. Schauen wir mal, ob wir noch was reinlegen könnten. Waffe einlagern? Okay. Achso, wir tauschen sie bloß aus. Okay, das passt so. New Hope, willkommen. Eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. JD und Siedlung 2. Ob Marcus es wusste? Was er getan hat? Ja. Ich denke schon. Du hast deine Reaktion gesehen. Hab ich. Das erklärt so einiges. Hört ihr mich? Marcus, zurück in New Fira? Gerade gelandet. Seid ihr bei New Hope? Fast. Frage, woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde
wurde getarnt als Jameson Frachtdepot. Achtet also auf Gleise und folgt ihnen. Gleise, geht klar. Gleise? Ja, da sind Gleise. Kate, entgleist der Zug! Okay, müssten wir eigentlich richtig sein. Die Koordinaten sind hinter dem Bruch. Haken wir das Ding. Hier ist es. Bist du sicher? Ich meine, ja. Sollte direkt in dem Wald sein. Okay, dann schauen wir doch mal. Non-Con-Lager. Es ist ein Non-Con-Lager. So weit im Norden? Meinst du, sie sind aus Oskarsdorf? Vielleicht. Wo sie wohl hin sind? Del, hier unten. Okay. Finden Sie die New Hope-Anlage? Marcus, hier ist keine Einrichtung. Hier ist nur ein alter Wald. Glaubt mir, sie ist da. Weiß Jin von diesem Ort? Kein Wald, nur lauter Bäume, ab 2 Kapitel 3. Wir haben dasselbe getan. Wachen aufgestellt und es geheim gehalten. Geheimnisse, was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. Okay, hier scheint ja, für deine Berg rein. Der Sturm kommt immer näher. Oh, großartig. Sieh an, noch ein Chorsiegel. Wir sind am richtigen Ort. Du bist allein losgezogen. Wir sind hier doch alle egal. Wer kann dir noch trauen? Suchen wir einen Weg hier raus. Okay. Immer wieder so komische Visionen. Da, was die Munition rumliegt. Splittergranate. Was ist hier oben? Ist auch eine Splittergranate. Ah, die sieht ein bisschen anders aus, oder? Keine Ahnung. Schau weiter. Der Kapsel. Non-Cons, Chor, Schwarm. Wir waren als Einzige noch nicht hier. Das ist immer komisch, wenn da gerade so extrem schwere Waffen rumliegen und richtig viel Munition, dann wird es gleich abgehen jetzt hier. Da vorne ist irgendwas! Sehen wir es uns an! Tja, da wären wir. Aber der Eingang Jameson ist blockiert. Jameson Depot. Suchen wir einen anderen Weg. Ja, das ist ja nicht so schwer hier in dem Spiel. Das war bloß ein Weg. Okay, was ist denn los? Oh shit! Achtung! Da kommt Eis! Okay, scheint ein großer Sturm zu sein. Kate, Del, eins noch. Wenn ihr drin seid, werdet ihr Sachen herausfinden, die echt unten sind. Aber Chris, wir verlieren den! Das ist der Sturm! Geh weiter! Wir
Wir müssen New Hope finden. Der Marcus weiß aber anscheinend schon was. Na los, hier hoch. Boah, ernsthaft. Okay, der hat nicht mehr viel. Er ist tot! Dann geh rein! Los! Hilf mir beim Öffnen! Komm schon, Jack! Halt, mach die Tür zu, die Knarre ist draußen. Ah, die hat sie. Okay. Ich habe gedacht, die hat sie draußen gelassen. Ja, wir sind jetzt drin. Im Hauptgebäude, glaube ich. Also gut, ihr sucht nach einem Biogenetiklabor. Der Eingang ist ein langer Flur, an dessen Ende sich eine runde Tür befindet. Verstanden. Wir melden uns, wenn wir es finden. Abgefangener Brief. Colonel Tolman. Oder Colonel Tolman. Ich entschuldige mich für den Protokollverstoß, in den ich begehe, indem ich sie direkt anschreibe. Ich hoffe jedoch, dass sie mir als Freund der Familie aus einer verzweifelten Lage helfen können. Als das Kommando mir eine Stelle als Wache in der New Hope Forschungseinrichtung anbot, sprach man von einer Karrierechance, einer Chance, Forschungsarbeit zu unterstützen, durch die sich die Rostlunge ein für alle Mal heilen ließe. Doch es kam anders. Man befahl mir, die Kranken an ihre Bettgestelle zu ketten, als wären sie keine Patienten, sondern Gefangene. Ich musste schreiende Kinder am Boden halten, während Männer mit Laborkitteln und Nadeln ihnen Blut abnahmen und sie danach zitternd liegen ließen. Nal Sampson entwickelt kein Heilmittel, er entwickelt Dinge. Ich kann nicht sagen, was genau, das kann niemand. Doch bei dieser Sache kann nichts Gutes herauskommen. Das garantiere ich Ihnen. Ich flehe Sie an, Colonel, sprechen Sie mit dem Vorsitzenden Monroe. Sagen Sie ihm, dass die Leute hier leiden. Sagen Sie ihm, dass Dr. Sampson durchgedreht ist. Ich kann nicht länger untätig zusehen. Mit freundlichen Grüßen, Private Sid Redburn. Darunter steht, in einer anderen Handschrift geschrieben, in der Poststelle abgefangen. Redburn muss hier weg. Okay. Scheiß aus. Creep me da. In. Ich habe einen Weg gefunden. Hörst du das? Ja. Wir sind hier nicht allein.
Das hört sich gar nicht gut an. Keine Sorge, das wird's schon. Nehme ich an. Okay, hier ist ein langer Gang. Hier müsste mal richtig sein. Marcus, wir haben deinen Flur gefunden. Und deine runde Tür. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh ja, stimmt. Das war sogar ich. Hatte ich ganz vergessen. Und was jetzt? Okay, sucht einen anderen Weg rein. Das Labor ist voller Stasis-Tanks. Daran könnt ihr es erkennen. Stasis-Tanks. Verstanden. Okay, du hast Marcus gehört. Wir finden einen anderen Weg. Kommt bestimmt gleich Gegner. Halt. Was ist das? Wir haben womöglich ein Problem. Ja, das haben wir definitiv. Aufseher! Erledigt! Was macht der verdammte Aufseher hier? Ein Aufseher bedeutet, dass die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen. Scheiße. Finden wir, was wir suchen und verschwinden dann. Okay. Okay. Nehmen wir mal mit die Keule hier. Was anderes haben wir eh gerade nicht. Okay, wo geht's weiter? Wo geht's weiter, Mitch? Hier auch nicht. Dann muss es da in die Tür reingehen. Ah, okay. Scheiße. Mehr von denen. Sieht so appetitlich aus. Mal sehen, wo das hinführt. Absolut. Irgendwohin. Okay, ein Komponententeil. Kaffeemaschine. Hier scheint nichts zu sein. Gibt's da keinen anderen Weg, oder? Ich hab's, oder hab's übersehen unten? Na, schau doch mal runter. Kann man sich hier nicht irgendwie den Weg freispringen? Da, da sind noch mehr! Wo denn? Oh.
Das war's. Na los, gehen wir wieder rein. Hier gibt's nichts mehr, wie? Hier gibt's nichts. Ja, da müssen wir wieder reingehen. Aber da war doch nichts da drin. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man da vielleicht irgendeinen Gang aufsprengen kann oder so. Nee, hier ist nichts. Okay. Er wollte aber wieder reingehen. Sag mal, sehe ich es jetzt nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Und da sind wir gekommen. Da sind wir runtergesprungen. Kann sie aber so hier reingehen, oder? Ich hab hier was. Nein. Hilf mir beim Heben. Ich habe überhaupt nicht gesehen, dass da irgendwas geht. Dadurch, Kleiner. Du auch. Auf jeden Fall mal die blöde Keule loswerden hier. Eine gescheite Waffe finden. Das sind definitiv keine Starsenders. Aber was zur Hölle dann? Sieht irgendwie aus wie Biohazard. Ist klar. Gift. So ein Gas habe ich noch nie gesehen. Weiß nicht, ob wir da einfach durch können. War mir klar. Alteisen, schalten wir es aus. Langsam. Klasse. Jetzt immer weiter so. Ey, wir müssen es so machen, weil ich hab hier... Mit der Waffe weiß ich nicht, ob wir da recht weit kommen. Schläft einer, da schlafen welche. Wie viele Diebis hat Jin hier überhaupt schon gemacht? Finde ich es mal geil, weil die hat nicht so einen Rückstoß, die Waffe. Die verzieht es ja nicht so extrem, die andere verzieht es immer extrem. Ich würde gerne noch warten, bis unser Schock aktiv ist. Okay. Ich muss sagen, es klappt eigentlich relativ gut. Ja.
Okay, das ist auf jeden Fall alles voll Gift. Ich weiß nicht, ob wir durchkommen, wenn wir... Ah ja, mit der Heilung kommen wir durch. Okay. Okay. Komm, wir gehen so durch, oder? Ausgeknipst. Okay, die Luft ist rein. Aber Vorsicht, hier sind noch mehr Gaslecks. Fast so, als wolle uns jemand aufhalten. Ja, wo geht's jetzt weiter? Hier waren wir schon. Von hier sind wir gekommen. Genau, das war der Anfang hier. Kann es aber eigentlich nur noch hier weitergehen, aber da war kein Weg. Der Flur hinter dem Gas. Hier war doch aber nichts, oder? Oh, leck. Komplett nicht gesehen. Okay, geh zur anderen Seite. Jetzt mit dem Vieh. Mein Gott. Weißt du, ich würde jetzt echt gern dieses Labor finden.
Ja, tun wir das. Meine Güte. Okay, schauen wir weiter. Wir werden es doch bald mal finden hier. Sie klemmt. Del, hilf mir beim Aufmachen. Okay. Das fühlte sich übel an. Ich muss was mitmachen, die Kate. Mach mal Licht. Klasse Timing, Marcus. Ja, hier wird's weitergehen, aber wir schauen uns erstmal hier um. Tanks, aber das ist eine Art Gefängniszelle. Gefängnis? Dann siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe. Ich habe nur gehört, Niles Sampson, der leitende Forscher dort, hätte an Kindern von Emulsionsopfern herumexperimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herumexperimentiert? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Halt, was? Sie nicht. Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Ah, mach den hin. Marcus, wusste die Core, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt. Irgendwann. Aber wegen so einem Zeug habe ich der Chor nie getraut. Nicht mal, als meine Frau sie geleitet hat. Okay. Ja, warte mal, wir könnten mal schauen. Und zwar bei der Gesundheit. Wollt ihr noch was machen? Upgrade. Und zwar... Ich sitze nicht durch, ich bin zu lange jetzt. Okay, warte mal, wir sind da gekommen, also müssen wir hier noch rennen. Riesen Ding hier, ey. Okay, da geht's. Weiter, Video überwacht. Okay, hier scheint aber nichts mehr zu sein. Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Beobachtungsraum. Sie haben das Kind überwacht. Okay. Okay, es scheint jetzt so nichts mehr zu sein. Also ich sehe zumindest nichts. Aber hier können wir nochmal rein. Das alles. Ja, die armen Kinder. Marcus, wer war dieser Niles? Was genau hat er gemacht? Das war geheim.
aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Also hat es etwas mit dir zu tun. Ich komische Versuche hier. Okay. Okay, scheint ein Kontrollpunkt zu sein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Das ist doch schon wieder 41 Minuten. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, was hier jetzt gleich noch passiert. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig ein bisschen Support. Da würde mich alles sehr, sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Euer Andi.